Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung, lieber Olaf. Wir freuen uns sehr, oder? Ja, da können wir mal offen reden auch hier. Ein bisschen. Ich würde mal gerne über die Jugend von heute reden. Ja, genau. Die Jugend von heute. Ich bin richtig genervt von der Jugend von heute. Ja, genau. Die kleben sich überall fest. Sie verweichlicht einfach. Ja, Life Balance, Julia. Bitches. Julia. Pfui. Ich meine wirklich, die Jugend von heute ist undankbar. Besonders die, die in meiner Wohnung wohnt. Das ist wirklich, die wissen einfach gar nicht, wie schön sie es haben, weil sie einfach keinen Vergleich haben, wie hart unsere Jugend damals war. Ich meine, es waren ja damals ganz andere Zeiten. Denk mal zurück, als wir jung waren, damals nach dem Krieg. Ganz kurz, welchen Krieg genau meinst du? Ich meine den Golfkrieg jetzt. Ach so, ja. Ja, ich zum Beispiel, ich bin noch anders aufgewachsen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, da war nichts mit morgens ausschlafen und TikTok durchschauen. Nee, da hieß es früh raus und erstmal die Tiere füttern. Das fand ich auch immer nicht schön, ja. Also ich bin auch keine Frühaufsteherin und dann immer gleich, der Wecker klingelt, los, Tiere was füttern. Was laberst du da? Du bist in Berlin aufgewachsen. Was für Tiere musstest du schon füttern? Tamagotchis vielleicht? Verstehe die Frage nicht. Ja, und also bei mir war das damals echt hart. Ich musste damals im Winter noch frieren. Alter, entschuldige mal, was musstest du denn frieren? Ihr hattet ein Haus mit einer ganz normalen Heizung. Julia, ich bin damals im Winter im bauchfreien Top in die Schule gegangen. Das waren die 90er, okay? Crop, Top und Hüfthose, das war ganz schön kalt in dem Bereich hier. Ja, ich verstehe. Nee, das stimmt, das können die gar nicht mehr nachvollziehen. Nee. Auch so ein Schulweg, ne? Kennen die ja gar nicht mehr. Die jungen Leute kennen ja gar keinen. Die werden ja immer schön vom SUV, von Mama-Taxi werden immer schön in die Schule rein, Treppe rauf, ins Klassenzimmer reingefahren, ja? Wir sind noch zur Schule, ich bin noch zur Schule gelaufen. Aha. Jeden Tag bin ich gelaufen zur Schule. 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück. Das war hart. Krass, 5 Stunden. Ja. Dass es so weit war, mitten in Berlin. Ach so, nee, Missverständnis. Nee, weit war das nicht. Aber ich hatte diese Plateau-Buffalo-Schuhe, die waren... Und ich konnte gar nicht gut drin laufen. Mhm. Also bin immer umgeknickt, hingefallen, umgeknickt. Da muss man Zeit einplanen für den Schulweg. Klar, das ist einfach schwierig. Ja. Nee, die jungen Leute heute, die müssen gar nichts mehr selber machen. Die kriegen alles gleich fertig serviert. Ja. Wenn die zum Beispiel Party machen wollen, dann gehen die einfach in eine Tankstelle, holen sich so einen Alkopop, machen auf, trinken direkt los. Ne? Klar. Ja. Solche alkoholischen Mixgetränke mussten wir damals noch selber machen. Das kannst du noch. Ja. Ja, aber das ist doch schön, das ist doch ein Handwerk. Das hast du einfach in Notfällen, weißt du, da weißt du einfach, wie du handeln musst. Das ist doch, was kannst du doch mal jetzt hier den jungen Leuten vor dem Bildschirm, kannst du doch jetzt mal erklären, was so ein Mixgetränk, wie man das selber macht. Ja, das ist doch heute, alte Rezepte von damals sind doch wieder hip. Da kann man doch mal jetzt, hau raus. Ja, zum Beispiel, ich habe mich in den 90ern spezialisiert auf ein Getränk, Wodka Orange. Das klingt total lecker. Jetzt interessiert es natürlich viele. Was war da drin? Also 2 Zutaten. Ja. Das eine ist Wodka. Aha. Und das andere Orangensaft. Donnerwetter. Ja, es klingt jetzt erstmal einfacher, als es ist, aber es kommt ja auf das korrekte Mischungsverhältnis an. Ach so, ja. Und das habe ich in jahrelangen Selbstversuchen unter Einsatz von Leber- und Gehirnzellen herausgefunden. Das ideale Mischungsverhältnis muss sein 1:1. Dann knallt es ordentlich, hat aber noch Vitamine. Toll. Vitamine und Naschen finde ich gut. Und auch das klingt einfacher, als es war. Wir waren ja damals teilweise in schwierigen Situationen, zum Beispiel auf so einer Baggerseeparty. Ja? Da war nur der See, so eine Wiese. Du kommst auf die Party mit einer vollen Flasche Wodka und einer vollen Flasche Orangensaft, hast aber kein drittes Gefäß dabei. Mission Impossible! Ja. Was hast du dann? Wie kommst du aus dieser Misere raus? Ja, wie kommst du? Abtrinken, rüberschütten, abtrinken, rüberschütten, abtrinken. Das ist ein Prozess, der sich über Stunden zieht. Am Ende hast du sogar 2-mal das korrekte Mischungsverhältnis, bist aber schon total fertig. Die Party ist vielleicht vorbei, die Leute liegen betrunken im See. Ja, so hart waren die 90er. Ja gut, das können die gar nicht mehr nachvollziehen. Die können sich ja alles sofort ergoogeln, bestellen sich die Alkopops an den See per Amazon. Also das ist doch ganz klar. Das ist doch ein Smartphone. Ein Smartphone, natürlich. Das ist eine geile Sache, aber man kann auch echt viel Mist damit anstellen. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Viele Leute betreiben da Schabernack mit. Und da möchten wir vorwarnen. Du willst mir etwas mitteilen, hast eine Info für mich. Das würde ich gern erfahren, weil's vielleicht wirklich wichtig ist. Nur eine kleine Sache, bevor du mich kontaktierst. Die möchte ich dir noch sagen, damit du keine Schelle kassierst. Bitte, 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 bitte.
bitte, 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 mach keine WhatsApp-Sprachnachricht. Mach keine Sprachnachricht für mich. Ich hab keine Zeit und ich hab keinen Bock. Warum kapierst du das nicht? Mach keine WhatsApp-Sprachnachricht, denn ich will das nicht. Dein Ein-Personen-Podcast interessiert mich einfach nicht. Mach keine Sprachnachricht senden. Dankeschön. Suchtpotenzial. Suchtpotenzial. Wunderbar. Ja, ihr wart sozusagen der krönende Abschluss. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem mit diesen Sprachnachrichten. Ich muss da auch sagen, ich habe da auch selbst Schuld auf mich geladen. Ich habe keine Sprachnachricht geschickt, aber ich habe mal so eine SMS geschickt. Ich habe geschrieben, ich war leicht angetrunken, es wäre wirklich fiesest, wenn du mir heute keinen bliesest. Und ist ja poetisch. Naja, aber ich habe mich nachher natürlich geschämt. Ne? Hast du es deiner Mutter geschickt? Nein. Denn es heißt ja in Wirklichkeit bläsest. Ja, also ich habe. Ja, das ist unangenehm. Ich erweiterte ja. Infinitiv mit zu.